In der Corona-Pandemie gab es bisher eine Mehrheit in unserer Gesellschaft, die für strengere Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus plädierten. Demgegenüber stehen Gegner von 3G, 2G oder einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder einer generellen, über die jetzt diskutiert wird. Droht unserer Gesellschaft jetzt in der vierten Welle eine Spaltung durch Impfgegner? Darüber möchte ich mit Harald Welzer sprechen, Sozialpsychologe und Publizist. Herr Welzer, sehen Sie eine zunehmende Kluft zwischen Befürwortern und Gegnern von Corona-Schutzmaßnahmen, vor allem einer möglichen Impfpflicht? Naja, dass die Kluft zu sehen ist, das kann man ja nicht ignorieren. Nur ist eine Kluft was anderes als eine Spaltung. Also insofern, eine Spaltung suggeriert ja immer, da geht ein Riss durch die Mitte der Gesellschaft. Und das ist eben, Sie haben es ja zitiert, überhaupt nicht der Fall, weil die Mehrheit ja treu und brav immer für stärkere Einschränkungen, rationale Regulierungen und Kenntnisnahme von Wissenschaft ist. Ich sehe in dem Sinne keine Spaltung. Der Konflikt- und Gewaltforscher von der Uni Bielefeld, Andreas Zick, der sieht in der Corona-Impfpflicht gerade wirklich ein großes gesellschaftliches Konfliktpotenzial, das zur weiteren Radikalisierung der Minderheit der Impfgegner führen würde. Würden Sie ihm da zustimmen? Naja, Andreas Zick beschäftigt sich ja tatsächlich mit dem Radikalisierungspotenzial, das heißt mit einer Mischung von Leuten, die menschenfeindlichen, rechtsextremen, populistischen Einstellungen folgt, und die finden sich ja in einem bestimmten Klientel der Querdenker, der sogenannten und der Impfgegner auch wieder. Und dass es da eine Radikalisierung geben wird, da würde ich ihm schon Glauben schenken, weil diese Radikalisierung erleben wir ja auch seit vielen, vielen Monaten in diesem Teil der Bevölkerung. Man muss aber trotzdem sagen, das ist natürlich ein kleiner Teil der Bevölkerung, der sich zunehmend dort radikalisiert. Und das wird man durch keine Maßnahme, wie auch immer, verhindern können, diese Radikalisierung, weil die nehmen sich ja alles, was ihr Erregungspotenzial steigert. Also wir könnten jetzt sagen, wir führen irgendwie Karten mit Maikäferchen drauf ein, dann würde das auch als eine Unterdrückungsmaßnahme der Regierung, die in Zusammenarbeit der Medien jetzt etabliert worden ist, und das müssen wir bekämpfen, weil sonst wird alles noch schlimmer. Also da können Sie machen, was Sie wollen. Aber diese Gruppe scheint auch Einfluss zu nehmen. Sie ist laut, sie ist hörbar, auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist, und scheint immer mehr die Debatte auch in Deutschland über zum Beispiel Impfpflicht mitzubestimmen. Ja, es hat ja zwei Gründe. Das eine ist, dass wir einen absoluten Führungsmangel auf Seiten der Verantwortlichen in der Regierung und den Landesregierungen haben. Das ist ja das eigentliche Desaster, was jetzt aus meiner Erfahrung auch den weit, weit überwiegenden Teil der Vernünftigen in der Bevölkerung allmählich porös macht. Ja, könnte man ja auch noch über die internen Widersprüche und über Fehlhandlungen und Fehlkommunikation und so weiter sprechen. Da gibt es sozusagen ja einen berechtigten Unmut genau darüber, weil die Leute rational die Welt betrachten und die Irrationalität eines Gesundheitsministers nicht mehr nachvollziehen können. Das ist aber nochmal etwas anderes, als jetzt sozusagen auf Seiten der Staatsfeindlichkeit zu operieren und das, was passiert, als Mittel zum Zweck zu verwenden. Aber ist das nicht gerade die Gefahr, wenn ich auf der einen Seite die kleinere Gruppe habe, die durchaus laut ist, und auf der anderen Seite, wie Sie gerade beschrieben haben, einen Teil der Bevölkerung haben, der auch sauer ist und immer wütender wird, vielleicht eben auch durch die politisch Handelnden oder Nichthandelnden. Daraus kann sich eine Gemengelage ergeben, die für unsere Gesellschaft vielleicht nicht gut wäre. Ganz ungut. Es ist sogar ganz ungut. Und der Herr Dabrock, der frühere Vorsitzende der Ethikkommission, hat das auch diese Woche ganz deutlich gesagt. Wenn man riskiert, die staatstragende Mehrheit zu verprellen, dann tut man der Demokratie allerdings wirklich einen Tort an. Und ich teile auch diese Besorgnis von Herrn Dabrock und so weiter. Und es sind aber zwei verschiedene Phänomene. Das eine ist, dass man diese radikalisierte Minderheit mit viel zu viel Aufmerksamkeit bedenkt. Und da spielen die Medien eine ungute Rolle, ja, indem die ständig hochjazzen, diese Leute. Und der andere Faktor ist der, dass das sozusagen korrespondiert mit einem Mangel an Leadership auf Seiten der Verantwortlichen. Und das ist eine ganz ungute Mischung. Also eine Demokratie kann sich doch nicht leisten,
Ihre Hauptressource, nämlich die staatstragenden, demokratieorientierten, menschenfreundlichen Menschen zu verlieren. Abgesehen davon, dass wir das feststellen und beklagen, wie gehen wir jetzt weiter damit um? Naja, ich würde schon denken, dass die Verantwortung bei der Noch-Kanzlerin und dem zukünftigen, dem Nikolaus-Kanzler liegt. Mhm. Dem Nikolaus-Kanzler, sagen wir mal, weil er kommt ja nach Nikolaus, wird er uns ja beschert. Olaf Scholz. Die müssen schlicht und ergreifend jetzt handeln und sie müssen dieses Handeln auch kommunizieren. Sie müssen signalisieren, dass die alte, genauso wie die neue Bundesregierung, den Ernst der Lage erkennt, aber nicht nur das erzählt, sondern auch in Maßnahmen umsetzt, und zwar bitte, bitte, bitte in einheitlichen Maßnahmen. Bitte keine Ministerpräsidenten-Soap-Fortsetzung mehr. Wir wollen das alles tatsächlich nicht. Ich sage mir jetzt mal diesen Plurale Majestatis, weil ich glaube, dass die Mehrheit in dieser Bevölkerung tatsächlich vernünftig ist, rational ist. Und ich finde es total wichtig, wenn die Politik das endlich zur Kenntnis nimmt. Herr Welzer, das nehme ich als Schlusswort. Herzlichen Dank Ihnen. WDR 5